treffen sich zwei Speaker, sagt der eine zum anderen, bist du dieses Jahr in Stuttgart? Und der andere sagt, ja. Und beide wissen, was gemeint ist. Der heutige Tag. Ich bin sehr stolz, heute hier dabei sein zu dürfen. Das größte Wissensevent, was wir in Deutschland haben. Und das, obwohl ich ehrlich gesagt gar nicht hier hinpasse. Ich bringe Menschen gar nichts bei. Ich sage Menschen, sie sollen was sein lassen. Wenn ich einen DAX-Vorstand coache, bevor sie mit dem Coachen anfangen, müssen sie dem erstmal was wegnehmen. Als erstes hält er mal die Hände in Gürtelhöhe. Das heißt, hat ihn jemand beigebracht. Ja, aber sagt der Rossier, das ist doch der neutrale Bereich. Ja, ich sage, was ist das für ein neutraler Bereich? Ja, aber das ist doch der negative Bereich, das ist der neutrale Bereich. Ich sage, was ist das für ein neutraler Bereich? Sag ich so, Mario Adolf, er hätte einen neutralen Bereich. Wenn ich sage, Schatz, ich liebe dich doch nicht negativ. Wenn ich sage, du Arschloch, ist doch nicht positiv. In jedem Seminar geht es darum, warum Frau Merkel so macht. The Hashkey of Power, die Raute der Macht. Warum macht die das? Ihre Schwester ist Ergotherapeutin, die hat ihr das beigebracht. Die haben nächtelang geübt, nur noch so zu machen. Merken Sie, wie albern das ist? Und da lacht man mal kräftig. Wenn Männer die Hand in der Hosentasche haben, ja, das ist nicht ideal. Wisst ihr, was noch blöder ist? Wenn die Hand die ganze Zeit so zur Hosentasche zuckt, aber nicht reingeht, weil man gesagt hat, nicht die Hand in die Hosentasche. Da lachen sich die Mädels unten kaputt und sagen, guck mal, der war im Rhetorikkurs. Kann man sofort sehen, Menschen, die Kursen machen. Und ganz besonders blöd wird es dann, wenn sie irgendwelche Tricks gelernt haben. Ich sitze bei Ihnen im Verkaufsgespräch und Sie machen aktives Zuhören. Genau. Können Sie sich vorstellen, wie einem das auf die Nerven geht? Man hat festgestellt, dass Schüler, die eine gute Note im Mündlichen brauchen und ununterbrochen den Finger wedeln, die können nicht mehr aufpassen. Entweder Finger wedeln oder aufpassen. Das heißt, wenn Sie die ganze Zeit, genau, weiß ich, Sie kriegen nichts mit von dem, was ich Ihnen gesagt habe. Oder kennen Sie das, wenn Versicherungsvertreter so Ja-Ketten bilden? Sie wollen doch im Alter versichert, müssen Sie Ja sagen. Sie wollen doch auch, dass Ihre Partner, ja. Sie müssen dann sagen, billige Rat, auch ja. Und dann werden Sie nach der Versicherung gefragt. So jemand schmeiße ich raus, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich bin der König. Wenn Sie einen Trick kennen, den nur Sie kennen, wenden Sie ihn an. Ein Trick, der in der 12. Klasse Gymnasium unterrichtet wird, ist kein Trick mehr. Das ist albern. Schauspieler ist ein Lehrberuf, das können Sie gerne lernen, aber das dauert 4 Jahre. Und glauben Sie nicht, dass die am Rücken liegen und Om machen. Die lernen ganz handfeste Dinge. Bringen Sie mal die 3 Begriffe in die richtige Reihenfolge. Satz, Gedanke, Bewegung. Erstens, zweitens, drittens. Satz, Gedanke, Bewegung. Was ist das Erste? Der Gedanke, wenn wir Glück haben. Dann kommt die Bewegung und dann kommt der Satz. Also es ist immer so. Das ärgert mich jetzt. Wenn Sie jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten sehen, oder verbotene Liebe, die machen eine etwas andere Reihenfolge. Die machen, das ärgert mich jetzt. Richtig muss es heißen, da fällt mir was ein. Die machen, da fällt mir was ein. Jetzt bin ich aber sauer. Da denken sie, irgendwas stimmt da nicht. Ja, das ist die Reihenfolge nicht richtig. Und Schlagersänger denken, das kommt gleichzeitig. Es regnet, ich lege dir mein Herz zu Füßen. Sie und ich wollen hier gemeinsam, so jemand sollte Fluglotse werden, aber nicht auf eine Bühne gehen. Ein falsches Lächeln können Sie sofort erkennen. Die Augen lächeln nicht mit. Ja? Also wenn einer nur, ja, Sie sind jetzt der 8., Sie war ich auch noch fertig. Ja? So lächeln die bei McDonald's den ganzen Tag mit dem unteren Teil vom Gesicht. Zweites, wie man falsches Lächeln erkennen kann, es kommt zum falschen Zeitpunkt. Also, nehmen wir an, ich würde Sie jetzt treffen, wir würden uns nicht kennen, da wäre die richtige Reihenfolge. Ich sehe Sie, ich lächle und ich würde Ihnen die Hand geben. Falsche Reihenfolge, ich sehe Sie, ich gebe Ihnen die Hand und ich lächle. Das ist verkehrt, das war ein Politiker und dem geben Sie die Hand, den gucken Sie an, dem geben Sie die Hand, den gucken Sie an. Und ein falsches Lächeln dauert zu lange. Ja, also nehmen wir an, wir treffen uns wieder, wäre die richtige Reihenfolge. Hey, grüß dich, mein Gott. Du, was machst du denn hier in der Porsche Arena? Ist das Lächeln wieder vorbei? Falsch wäre. Grüß dich, Wahnsinn. Also wie lange haben wir uns? Also das muss Jahre, oder? Ja? Wenn Ihnen diese beiden Muskeln abends hier wehtun, haben Sie was falsch gemacht. Ja? Das sollen die bei McDonald's machen. Die ganze Zeit grinsen, was das Zeug hält. Wenn Sie mehr als 5 Fotos lächelnd machen, dann können Sie die restlichen Fotos wegschmeißen. Das wirkt artifiziell, das ist nicht mehr echt, das lernt man in jeder Schauspielschule. Ich zeige Ihnen mal ein paar Sachen, wo ich sage, mein Gott, schlecht trainiert.
Menschen haben oft eine Melodie in den Sätzen, die dort überhaupt nicht hingehört. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier in der Porsche Arena. Mein Name ist Michael Rossier und da ist so eine Wellenbewegung drin. Ja? Die haben, das geht so rauf und runter. Das haben wir im Alltag ganz häufig. Wo haben wir das noch? In jedem Flugzeug. Warten Sie, bis die Anschnallzeichen über Ihnen erloschen sind. In jedem IC. Wir befinden Sie in der Einfahrt auf Frankfurt Hauptbahnhof. Frankfurt. Sie denken, was hat der? Wie redet der? Auf jedem Jahrmarkt immer wieder Anteilnehmer, ja, mein Mitspieler sein, bleiben Sie mal 2 Minuten. Hä? Ja, Sie lachen. Rufen Sie mal bei sich im Büro an. Ja? Finkli und Finkli Versicherungsbüro. Mein Name ist Rossier. Was kann ich? Da wird gesungen. Wenn Sie Menschen sagen, wie Sie sich zu melden haben am Telefon, ohne Schauspielunterricht, dann singen die. Ist doch klar. Wenn ich ein Seminar für Lehrer habe und da ist eine Grundschullehrerin dabei, die finde ich. Da kam der König und die Königin. Da sag ich, wie reden Sie denn? Wie hat es meinen Kindern gefällt? Das ist ja, weil sie keine Alternative haben. Ich sage Ihnen, diese Melodie machen Menschen nicht freiwillig. Das haben die aus dem Rhetorikkurs Volkshochschule 4 Abende, 40 Euro. Und da haben sie was gelernt. Sprich nicht eintönig. Jetzt spreche ich nicht mehr eintönig. Ist genauso eintönig wie vorher. Nur es hört sich nicht mehr so an. Sprich melodischer. Letzte Woche habe ich gehört, wir müssen mal laut und leise wechseln. Ja, aber doch nicht einfach mal so. Das wäre doch ganz komisch. Wenn ich jetzt mal laut und dann mal leise. Völlig sinnlos. Das ist von außen angesetzt. Das wird Affentheater. Das sieht nie authentisch und echt aus. Und das Wichtigste, was Sie haben, ist Ihre Authentizität, Ihr Echtsein. Dass Sie eine Persönlichkeit sind, mit der ich Lust habe zu kommunizieren. Und wenn Sie das aufs Spiel setzen, wenn ich sage, was macht der Heini da? Hat der einen Kurs besucht? Dann wird es ganz furchtbar. Und das gipfelt alles in dem Satz. Wenn Sie eins mitnehmen aus meinem Vortrag, geben Sie sich in diesem Leben keine Mühe mehr. Hören Sie auf, sich Mühe zu geben. Der König gibt sich keine Mühe. Keine Frau der Welt möchte mit einem Mann ausgehen, der sich Mühe gibt. Ist es auch das richtige Restaurant? Schmeckt es dir? Hast du es dir ein bisschen so... Das sagt, um Gottes Willen, schick mir deinen Chef, aber mit dir doch nicht. Wir wollen nicht mit Menschen ausgehen. Wenn die Verkäuferin die dritte Runde dreht und sagt, oh, ausgezahlt, das steht und die Länge, dann könnten Sie mal aufhören, sich Mühe zu geben. Ich will niemanden, der sich Mühe gibt. Das ist anstrengend. Ich will den König. Und das Schlimmste, was man tun kann, ist, wenn man in der Körpersprache von Menschen herumnörgelt. Das ist gemein. Stellen Sie sich vor, ich gebe mit einer schönen Frau aus. Der einzige Fehler ist, dass sie die Nase eine Idee zu hoch trägt. Dann sage ich zu Beginn des Abends, ist Ihnen mal aufgefallen, dass Ihr linkes Auge dauernd zwinkert? Sagt die, nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Och, sage ich, meine nur, der Rest des Abends wird schwierig. Die sitzt den ganzen Abend da und denkt, oh Gott, was macht denn mein linkes Auge? Und ich sage, schöne Frau, matt gesetzt, 1-0. Was glauben Sie, was ich jemand sage, der sagt, Herr Rossier, wissen Sie, dass Sie sich 3-mal am linken Oberschenkel gekratzt haben? Dann sage ich, da hat's gejuckt. Was soll ich sagen? Ist ja furchtbar. Okay, als nächstes Uli Meier von Akte 2013, der macht alle paar Worte eine Pause, die dort überhaupt nicht hingehört. Das ist immer so dynamisch. Warum macht er das? Was könnte das für einen Sinn haben? Also die Pausen in den Sätzen macht er, weil sein Teleprompter falsch eingestellt ist. Er hat immer nur 2 Worte. Ja, Sie lachen, das ist Alltag. Und das letzte Wort betont er warum? Warum betont er das letzte Wort von Satz A? Damit er Zeit hat, Satz B zu planen. Wenn ich das letzte Wort betone, habe ich Zeit darüber nachzudenken, wie es denn weitergeht. So kann ich stundenlang reden, ohne eine Ahnung zu haben. Und davon gibt es jetzt die verschiedensten Variationen. Sie kennen das letzte Wort dehnen. Das ist eine gute Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Sie können das letzte Wort auch abtrennen, liebe Vereinskollegen, mein lieber Rudi. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu so heutigen Jahres. Hauptversammlung. Und Sie denken, was hat der? Ja, der denkt über den nächsten Satz nach. Oder nehmen wir den Joachim Bublatt von der Knopf-Hoff-Show, aber auch Ranga Yogeshwar. Die betonen so viele Worte pro Satz, dass ich mir nach ganz kurzer Zeit vorkomme, als sei ich ein bisschen bekloppt. Die betonen zu viel. Also sie kommen nach Hause und sagen den klassischen Satz, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt.
Da sagt jemand anders, mach ich das sonst nicht oder wie? Und sie kommen nach Hause und sagen, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt. Jemand anders sagt, extra für dich. Oder sie kommen nach Hause, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt. Und jemand anders sagt, sollte ich das nicht? War das verkehrt? Aber sie können gar nicht sagen, oh, die Spülmaschine ist ausgeräumt. Sie müssen was mit sagen. Und das geht oft daneben. Die Mädels fragen ihren Liebling, du, kommst du am Donnerstag oder am Samstag mit zu Claudia auf die Party? Und er sagt, ja. In diesem Moment ist jeder Mann auf der Welt fest davon überzeugt, er hätte Nein gesagt. Sie hört, dass er Nein gesagt hat, ignoriert das zu 100% und sagt am Samstag, du, mein Lieber, ich habe dich am Donnerstag gefragt, ob wir hingehen. Du hast gesagt, ja, und jetzt gehen wir auch dahin. 2 Tage später rächt er sich. Sie sagt, na, wie findest du mein neues Kleid? Schön. Es gefällt dir. Was heißt, es gefällt mir nicht? Ich habe gerade gesagt, dass ich es schön... Ja, aber wie du es... Wie ist es? Muss ich in meiner eigenen Wohnung jetzt schon auf? Kennen Sie das? 3 Tage später geht es weiter. Du Schatz, am Donnerstag bin ich nicht da. Immer lässt du mich allein. Worauf stürzt sich jetzt jeder Mann wieder Habicht? Auf das Immer. Was heißt hier immer? Ich war am Montag da, ich war am Dienstag da, ich werde doch wohl. Wir sprechen in 2 Sätzen. Ein Schauspieler macht Ihnen ein Ja in 5 Minuten in 100 Variationen. Ja, 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 hey, ja, 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 ja. Ich mache das 20 Minuten lang. Kennen Sie das, wenn in der Kaffeeküche ein Schild hängt, bitte räumt eure Tassen gefälligst in die Spülmaschine. Wo stellen wir unsere Tasse hin? Drauf, und das ist richtig. Was machen wir, wenn wir sehen, Rasen betreten verboten? So. Ja, ich lasse mir. Es gibt in Augsburg ein Schulzentrum, da sind so viele Rauchverbotsschilder, gesagt haben, wenn ich nicht sofort eine Marlboro bekomme, dann platze ich. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette angerührt. Aber in diesem Schulzentrum habe ich gesagt, es wird mir zu viel. Es ist zu eng. Wir wehren uns dagegen. Und wir wehren uns nicht gegen die Tatsache, dass da nicht geraucht werden darf. Wir wehren uns dagegen, dass da jemand mit dem Gummiknüppel redet. Wir wehren uns gegen den Ton. Haben Sie mal eine E-Mail in Großbuchstaben bekommen? Man wird wütend, weil man Buchstaben bekommt. Das muss man sich vorstellen, wegen Buchstaben. Und ich entscheide, ob ich wütend werde oder nicht. Ich entscheide das. Ich habe die schönste Frau der Welt. Wenn die nach Hause kommt, sie hat so lange braune Haare und mit denen spielt sie manchmal. Und dann denkt man, mein Gott, Michael, wie hast du diese Frau verdient? Es gibt aber auch Abende, da komme ich nach Hause und denke, wenn sie nicht sofort damit aufhört, mit diesen Haaren zu spielen, dann schreie ich. Können die Haare was dafür? Nein, ich kann was dafür. Ich entscheide. Ich muss hingucken, ich muss aufmerksam sein und ich muss aufhören, mich mit mir selber zu beschäftigen. Wenn ich besser kommunizieren will, muss ich mich mit anderen beschäftigen. Muss ich gucken, wie die reagieren, ob das ankommt, was ich sage, ob die sich langweilen, ob die mich mögen oder nicht. Ich muss meinen Fokus verlegen. Und für mich ist es ganz einfach. Ich bringe alles schon mit. Ich kann ein bisschen trocken sein und extrovertiert oder introvertiert, grün oder blau strukturiert oder was weiß ich, ist völlig egal. Solange ich echt bin, ist alles in Ordnung. Und deswegen gibt es nur eine Botschaft und die lautet, werden Sie so, wie Sie sind. Dankeschön.